Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zur Review der ersten Folge von Sword Art Online Alternative Gangel Online Staffel 1. In dieser Review spreche ich noch einmal über die aktuelle Folge. Noch einmal der Hinweis, sehen könnt ihr die Serie beim Streamingdienst Crunchyroll. Dort könnt ihr die Folge sehen mit japanischer Synchro und deutschen Untertiteln. Sollte es Informationen geben zur deutschen Synchro, erfahrt ihr dies bei mir. Ein letzter Hinweis, hier kann es natürlich zu Spoilern kommen von Sword Art Online und Alternative Gangel Online Staffel 1 und 2. Falls ihr also nicht gespoilert werden wollt, so schaltet bitte ab. Die Folge startet mit dem dritten Squad Jam, wo wir sehen, dass Len vom Team MMT unter Beschuss steht, wo sie direkt bereut, teilgenommen zu haben. Im Hintergrund hören wir auch das Opening von Riona mit dem Titel GG. Bevor wir zum dritten Squad Jam kommen, sehen wir Karin, die eine Nachricht erhält von Pitu. Zuvor erfährt Elsa Kanzaki die Information über die Ankündigung des dritten SJs von Gosh. Daraufhin treffen sich die beiden mit M in GGO, wo Pitu von Len erwartet, dass diese am dritten Squad Jam teilnimmt. Jedoch hat Len kein Interesse am Turnier teilzunehmen, da sie darin keinen Sinn sieht, gegen Pitu zu kämpfen, woraufhin Pitu den Vorschlag macht, zusammenzuarbeiten. Pitu erinnert Len an das Versprechen, was sie den Amazonen in Staffel 1 gegeben hat. Diese Informationen hatte sie von Fuka erhalten. Daraufhin sehen wir Shink, welche am ersten SJ im Finale gegen Len und M um den Sieg gekämpft haben. Danach sehen wir die Maschinengewehrfreunde, die ebenfalls am ersten Squad Jam teilgenommen haben. Dann sehen wir MMT, welche ebenfalls am ersten SJ teilgenommen haben und gegen LM verloren haben, dank M's Schild. Zu guter Letzt die letzten zwei Teams, KKHZ, was das Team von Shirley ist, die Pitu Hui im zweiten Turnier fast besiegt hat. Das letzte Team besteht aus Clarence und Sam. Diese kennen wir aus dem zweiten Squad Jam. Dort musste Len Clarence auf die Wange küssen im Austausch für Munition. In der realen Welt unterhalten sich Mio und Karin über die Regeln, wo wir erfahren, dass alles gleich geblieben ist zum zweiten SJ. Jedoch gibt es eine geheime Regel, die noch nicht verkündet wurde. Kurz vor dem Turnier werden alle Teams noch einmal bekannt gegeben. Wir sehen Shirley, welche mit ihrem Team spricht und ihnen eine besondere Patrone zeigt. Daraufhin sehen wir Team TS in Zivilkleidung an einem Tisch sitzen, wo ein seltsamer Fremder eine Message Card ihnen überreicht, was die Gruppe nach Anschauen der Karte überrascht. Nun tritt Team Shink auf die Bildfläche, wo sich die Anführerin mit dem Anführer von MMT unterhält und sie einen scheinbaren Waffenstillstand beschließen, bis der eine besiegt ist. Zu guter Letzt tauchen nun Team LPFM auf, wo Len wieder einmal verärgert ist, dass Fuka zu spät kam. Jedoch meinten Pitu und M, dass sie noch rechtzeitig da sind, woraufhin Len zu Eva geht und die beiden sich anlächeln und alle Gruppen in den Warteraum teleportiert werden. Im Warteraum sehen wir nun Team LPFM sich ausrüsten. Dort bekommen wir die Information von M, dass er sein Schild modifiziert hat. Wir erfahren, dass alle vom Team bis auf Len schon lange nicht mehr gespielt haben. Jedoch hat Pitu ein Geschenk für Len. Allerdings stellt sich heraus, dass dies nur ein Geschenk für Fuka ist. Dabei handelt es sich um 6 Sprengköpfe, welche einen Radius von 10 Meter haben. Fuka platziert diese in ihren Bauchtaschen, woraufhin Len sich Sorgen macht, dass diese explodieren, wenn Fuka einen Schuss in den Bauchbereich abbekommt. Jedoch ist Fuka unbesorgt, da sie meint, sie habe ja 3 ausgezeichnete Personen, welche ihr Deckung geben. Danach bilden sie einen Kreis, wo Pitu eine Pitu-typische Ansprache hält, woraufhin sie anschließend teleportiert werden, was den Startschuss zum Squad Jam markiert. Die Folge endet und das Ending von Tomori Kusunuki mit dem Titel Little Dancer beginnt. Das war die Review der Folge. Kommen wir nun noch einmal zu meiner kurzen Bewertung. Allgemein fand ich, die Animationen waren wieder einmal top. Der Humor der Folge hat meinen Humor extrem gut getroffen. Zum Beispiel die Szene, wo Pitu M im Real Life stranguliert hat oder auch Pitus Ansprache am Ende waren, wie ich fand, sehr lustige Szenen. Ich finde, die Informationen, die wir soweit bekommen haben, waren gut, wie zum Beispiel die Beschreibung der Teams und teilweise ihrer Taktiken, wie auch die Informationen der Regeln des Squad Jams. Persönlich interessiert mich auch diese geheime Regel, die angesprochen wurde. Fuka erklärte ja, dass die Regel sich auf die Anzahl der noch teilnehmenden Spieler bezieht. Ebenfalls interessiere ich mich dafür, was in der Message Card von Team TS stand. Ich bewerte hier nach einem Sternenprinzip. Diese Folge bekommt von mir eine 4 von 5 Sternen. Schreibt mir eure Meinung zu der Folge
Folge mal gerne unten in die Kommentare. Falls euch mein Video gefallen haben sollte, so gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und vor allem abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Review mehr zu verpassen. Ich sage danke fürs Zusehen und sage bis dahin und ciao, euer Flui.